denke, die grösste Barriere ist, dass man sehr viel planen muss. Man kann nicht spontan mal neu Zug nehmen oder vielleicht mal eine halbe Stunde länger bleiben, wenn man Lust hat, noch einen Kaffee mehr zu nehmen. Man muss zuerst mal schauen, welche Züge sind überhaupt barrierefrei oder welche Bahnhöfe sind barrierefrei. Dann muss man schauen für Umsteigenzeit, also wenn ich vielleicht zwei oder drei Orte muss umsteigen. Das ist einfach so viel Zeit, die man verliert und so viel mehr Umstände, die man hat, wenn man denkt, dass ja eigentlich das Gesetz hat eingehalten werden soll. Auch dort mit den Poschi-Haltestellen zum Teil wirklich gar keine Erhöhung vom Perron. Oder, also dort, wo ich aufgewachsen bin, auf dem Land, ist es gar nicht möglich, als Person mit dem Rollstuhl überhaupt die Poschi zu nehmen. Und dann hat man immer den ganzen Steilstutz hochfahren. Ich hoffe, es wird sich verbessern, aber ich habe das Gefühl, es wird einfach nur schleichend vorangehen, solange noch nicht ein grosser Druck vorhanden ist, der wirklich Handlungsbedarf auslöst. Ja. Eigentlich.